Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich will jetzt das Stichwort Schurkenstück aus dieser Karte noch einmal aufgreifen, denn das verdient eine Erläuterung. Hier ist eine Karte gezeichnet worden, die kriegerische Auseinandersetzungen, man nannte es damals Fehde, Hildesheimer Stiftsfehde, der Wolfenbüttler Herzog und einige seiner Kollegen aus der welfischen Seite führten ihre Scharmützel und ihre Kämpfe gegen den Bischof von Hildesheim damals. Die haben sich dermaßen gebügelt und gegenseitig die Orte abgebrannt, dass es eine böse Zeit war. Der Herzog in Wolfenbüttel war mit dem Ausgang dieser Auseinandersetzung, sie endete hier dargestellt auf der Karte in einer Schlacht bei Soltau 1519, nicht einverstanden. Er hat dort sang- und klanglos verloren im Überraschungsangriff. Und er wäre eigentlich in dieser Auseinandersetzung der klare Zweite, also der Verlierer gewesen. Er hat geschraubt und gemacht und getan, was in seiner Macht stand, und in seiner Verbindung, seiner Nähe zum deutschen Kaiser hat ihm das auch tatsächlich Vorteile gebracht. Und zwar mit Hilfe einer Karte. Ich will also zeigen und sagen, dass manchmal solche Dinge den Lauf der Welt beeinflusst haben, über mehr als 100 Jahre damals. Was ist passiert? Der Wolfenbüttler hat gesagt, wir sollen dem Reichskammergericht eine Karte vorlegen, wo dargestellt ist, wie viel die Hildesheimer Seite an Orten abgebrannt hat und natürlich auch, wo wir abgebrannt haben, also die Braunschweiger Wolfenbüttler Seite. Allerdings hat er dazu einen Trick verwendet und dem Kartografen gesagt, lass dir was einfallen, damit diese Kartuschen, diese Etiketten, diese Erläuterungen mitten ins Bild kommen. Eigentlich haben wir ja gelernt, hier oben, das gehört in die Ecke. Hier ist es mal ganz anders gemacht worden. Jetzt der Hintergrund, weil dort die Schäden, die angerichteten Schäden der Wolfenbüttler Braunschweiger Seite zu erkennen waren. Und damit hat er die Richter irregeführt. Die haben nämlich schlicht nachgezählt, welche Seite hat wie viele Orte abgebrannt. Und danach gezählt, der Hildesheimer war der Bösere, der hat mehr Schaden angerichtet. Und dann wurde im Nachhinein, 1591, also drei Generationen später förmlich, als das geklärt wurde, diese Karte ins Spiel gebracht und die Schlacht also zugunsten des Wolfenbüttlers entschieden. Eine interessante, kuriose, falsche Entscheidung. Davon gibt es ja in der Geschichte leider eine ganze Menge. Aber hier war der Wolfenbüttler aktiv mit einer gefälschten Karte, mit einer gezielt falsch angelegten Karte erfolgreich. Auch das so gehört zur Kartografie. Jetzt hatte ich versprochen, dass wir uns den aktuellen Plänen, in dieser Reihe sind das die um 1900, die aktuellsten, zuwenden wollen. Hier haben wir es zu tun mit einem Stadtplan, würde man heute so salopp sagen. Oder das, was man auf dem Navi heute zur Orientierung findet, wenn man sich irgendwo in ein fremdes Gebiet begibt. Hier haben wir einen Plan von dem Herrn Gier, das ist der Ersteller, ein privater Kartograf, also keine herzogliche oder Amtsstelle, sondern ein privater Kartograf, der in der aufkeimenden Industriestadt Wolfenbüttel einen Stadtplan machen wollte, zeigen wollte, wo auch die Vororte, die Vorbereiche außerhalb der Eisenbahnlinie, die übrigens auch drauf ist, 1838 ist ja die Eisenbahn Braunschweig-Wolfenbüttel entstanden. Und hier sind, das können Sie bestimmt auch aus der Entfernung schon erkennen, im Schloss eine Nummer vergeben worden, Nummer 10 oder Nummer 14, und das ist in der Legende dann erläutert, so wie wir das heute oder Jahrzehnte in Stadtplänen gewohnt waren. Wo sind offizielle Gebäude, wo ist das Rathaus, wo ist die Trinitatiskirche und dergleichen mit Nummern versehen, wo sind Hotels und dergleichen, wo sind Fabriken, die Belgerfabrik. Das ist dargestellt um 1890, ein wunderbarer Zeitschnitt, wo wir genau sehen, wie die Eisenbahn Wolfenbüttel tangential hier im Westen anschneidet und die kreisrunde Stadt mit der Okerumflut in Blau hier dargestellt, wunderbar umreißt, was die Altstadt ist und was davor an Juliusstadt, Alumer Siedlung, Auguststadt später entstanden ist. Also diese Darstellung ist ein wunderbarer Zeitschnitt um 1890, also 130 Jahre zurück, mit Straßennamen und allen Einrichtungen, die seinerzeit Trumpf waren. Ganz selten, 10% schätze ich mal, sind die Wälle und Mauern noch vorhanden von der alten Befestigung. Überall dort, wo wir den Grüngürtel haben um Wolfenbüttel herum,
ist genau das zu sehen, was früher blau war, Festungsgraben vor der Mauer. Ja, das wäre dieser Stadtplan anstelle von zig Stadtplänen, die später und bis heute gedruckt werden. Und dann zum Abschluss, für mich auch ein Höhepunkt der Karten, diese Koppekarte. Aber wenn ich hier sehe, dass Wolfenbüttel in der Karte von Gerlach, ein Soldat, der im Dienste des Herzogs von Wolfenbüttel stand, der Herzöge stand und mit in dem Heer der Engländer in Amerika tätig war als Kartograf und später hier in Wolfenbüttel tätig war und in Braunschweig und diese tollen Karten gezeichnet hat. Da soll nochmal gesagt werden, wenn hier Zahlen über Linden, über Halchter, über Ohrum, über Dorstadt sehen, hier eine 17, dann ist das eine Zahl, die die Anzahl der Feuerstellen, sozusagen der Haushalte, angibt. Das sind natürlich ganz klar militärische Überlegungen, wie viele Soldaten könnte ich dort einquartieren, wenn 17 Feuerstellen, sprich 17 Häuser vorhanden sind, dann sagt der General, hier passen 35 meiner Soldaten zum Beispiel hinein. Also das ist die militärische Tendenz, auch selbst in dieser Karte von Herrn Gerlach, erstellt nach dem Siebenjährigen Krieg. Aber nun, wie versprochen, zu der Karte von dem Professor Koppe.